Liebe Gäste, herzlich willkommen zurück. Bitte begrüßen Sie erneut Ihre Moderatorin Julia Bauer. Es gibt nicht nur viel zu hören, sondern auch viel zu sehen. Und heute, da sind wir da, wo es mir eigentlich am besten gefällt. In Zürich auf der Messe und auch ein großes Hallo an alle draußen, an den Bildschirmen, die digital dabei sind. Und natürlich auch an die Damen und Herren, die sich online zugeschaltet haben. Ganz herzlich willkommen, wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute mit reinschauen. Altbekannt sind wir uns ja eigentlich, deswegen darf ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Julia Bauer, ich habe die Ehre, euch heute durchs Programm zu führen. Ich bin TV- und Eventmoderatorin. Dann würde ich sagen, starten wir ins Programm. Danke, Julia. Aber es hat sich nicht nur bei Ihnen viel getan im letzten Jahr. Es war generell ein sehr aufregendes Jahr. Inflation, Zinswende. Was hat das dann mit der DZ-Bank gemacht? Jetzt bei uns ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier. Ja, hallo und guten Tag, sehr geehrte liebe Frau Bauer. Vielen Dank. An Angel war quasi der erste große, große Hit der Kelly Family, meine Familie. Darauf freuen wir uns ganz besonders. Für den Moment vielen, vielen Dank, Patricia Kelly. Thank you. Wenn ich jetzt frech wäre, würde ich sagen, könnte ja auch so klingen, dass man sagt, Mensch, durch Zinsgeschäft erfolgreich gewonnene Kunden, die lasse ich auch da, dieses Erfolgsmodell fasse ich gar nicht weiter an. If you require a headset for translation, please raise your hands now. And welcome to the governing mayor of Berlin, Michael Müller, and to the mayor of London, Sadiq Khan. Good to have you here. As for now, we're really looking forward to see Ola Källenius. So, the stage is yours. Thank you very much, Julia. We can quote you on the fact that racing, fun, safety, excitement, but also sustainability can go together. Nico Rosberg. Absolutely. Thank you very much. Stay a little bit around this kind of topic. So, Mr. Fischer, would you say that you see a progress when we're looking at China from an export-led economy to one that actually concentrates more on the domestic field? I just told everybody that you're the co-founder of the brand, but that, of course, is not the whole story. You are also someone who is called a eco-ethical activist. Maybe just two, three words. What is that? That's what I call an excellent interview. Julia, hast du einen Fixjob? Ich bin selbstständig, von daher arbeite ich so ein bisschen überall und nirgendwo. Wir würden ganz gerne auch mit Ihnen sprechen, draußen, wie Sie am Bildschirm sitzen, aber natürlich auch hier drinnen im Saal. Und wir haben drei Fragen für Sie vorbereitet. Sie alle kennen das Tool Slido auf slido.com, können sich einwählen. Und da ist entsprechend auch der QR-Code jetzt eingeblendet. Ich gehe mal zur Seite, dass Sie ihn auch auf jeden Fall alle scannen können. Und der geht auch zur Seite, sehr höflich, dieser QR-Code. Schon mal ein ganz spannender Einblick. Und wir wollen uns gleich weiterhin mit Dr. Wittek unterhalten, aber eben in größerer Runde. Deswegen bauen wir ganz kurz um und dann kommt unsere Panel-Discussion. Podiumsdiskussion, geleitet durch TV-Journalistin Julia Bauer. Und deswegen herzlich willkommen, Niklas, Steffen, Christian und Markus. Kommt bitte zu mir auf die Bühne. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich will trotzdem erstmal bei Herrn Schneider weitermachen, weil wir sind schon so schön warm gesprochen, aber ich komme dann noch zu Ihnen. Mal ganz, ganz herzlichen Dank. Dann darfst du das Mikro gerade mal weiterreichen an Steffen. Dann glaube ich, haben wir alle sehr viel mitgenommen. Ganz herzlichen Dank an alle vier, dass ihr heute bei uns wart. Wer vielleicht noch Nachfragen hat, gar kein Problem. Wir machen ja nach der Verleihung dann noch ein Apero. Da können wir, glaube ich, uns alle auch noch mal direkt austauschen. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich würde auch gerade hier unter euch bleiben und mich an der Stelle verabschieden wollen. Ich glaube, wir konnten alle sehr viel mitnehmen. Ganz genau so. Dann sage ich auch ganz herzlichen Dank. Sie sind ein tolles Publikum. Ich kann euch auch schon sagen, wir machen weiter. Nächstes Jahr gibt es auch wieder eine Veranstaltung. Und zwar am 26.03.2024. Also falls ihr die Kalender füllen wollt, das ist ein sinnvoller Eintrag. Ihnen noch viel Spaß beim Netzwerken. Weiterhin viel Erfolg mit Ihrem HR. Alles, alles Gute. Und glauben wir an die Menschlichkeit im Employer Branding. Alles Gute. Dankeschön. Schönen Abend. Applaus